Wir nehmen jetzt 4 Torhüter mit, weil der Manuel Neuer jetzt diese Woche auch voll ins Training in Bayern eben auch einsteigt. Das gewährleistet uns, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, dass er nächste Woche, wenn das Trainingslager beginnt, dass er bei uns auch die volle Belastung eben auch toleriert. Und dann wollen wir eben uns auch selber mal ein Bild machen. Wir haben das ja bislang nur so jetzt ein bisschen auch aus der Distanz verfolgt. Wir wollen uns selber ein Bild machen. Und dann haben wir natürlich eben auch diese Chance im Trainingslager, ihn in den nächsten 10, 12 Tagen eben auch zu sehen, zu beurteilen. Am Ende dann nach diesen Tagen, die wir in Südtirol sind, eben auch offen und ehrlich zu reden, ist es möglich für ihn, diese WM zu spielen oder vielleicht auch nicht. Da müssen beide Seiten absolut ehrlich sein. Ich denke, dass wir sagen können, ohne Spielpraxis kann natürlich jemand nicht ins Turnier gehen. Im Moment sieht es alles gut aus, das kann ich soweit sagen. Die Verletzung ist vollständig verheilt. Diese Informationen haben wir natürlich auch von unserem Arzt. Und Manuel sagt, er kann alles tun und voll belasten. Und das war für uns mal eine wichtige Aussage. Er ist unser Kapitän. Und natürlich wünschen wir uns, dass ihm das gelingt, eben auch 100%ig fit zu sein.